Wir haben die TN-Zeckerin, TN, die TN läuft. Die TN, die TN, die TN. Los Canales, Maddox. Los von links. Mein Bad Fingers habe ich schon gesehen. Ich auch. Los geht's! Hey, Los Canales Center, großen Tempel, gleich in T-Pack 1, Maya 1 auf der rechten Seite besetzt. So, Maddox ab. Alle Spieler live. Impact Center, in die Kleinen. Der Los Canales T-Pack. G1 Los Canales verlieren den Maya auf der Snake-Seite. Da geht T-Pack auch der erste 1 macht ordentlich Randale. G2. Nur noch Snake Corner. G2 auch bei Los Canales. 1-1 gegen Ken und T-Pack 1. Ja. Ken auf der Snake-Seite von den Maddox besetzt. Da ist er schon, der Hoppertreffer. Ich glaube, Innenseite Hoppertreffer. Ja, jetzt hat's Klatsch gemacht. Ja, siehst du den Hopper? Schön in die Christoph Hopper. Ja, vorne an der Spitze. Mhm. Man hat es auch ein bisschen gehört. Obwohl der Marshall daneben steht. Vorhin hat da funktioniert. So, Los Canales. Geht was an? Eventuell gewinnen sie das Ding, wenn jetzt nicht noch irgendwo sich was reingeschmuggelt hat. Ja, Luzi. Ey, Müllfanta. Los, komm. Was? Ja, 1, 2, 3. Müllfanta! Ey, Schatzi! Alles klar? Game over! Los Canales plus 1. Awesome Sunshine Players gegen Team Legendary jetzt die nächste Begegnung. Genau. Die Fieldcam wackelt aber heute ein bisschen. Da sind wohl noch ein paar Probleme mit der Datenfrequenz. Da geht der Wasser, jetzt geht er. Gut, die Hupe ist repariert. So, Awesome Sunshine Players vorn rechts. Team Legendary vorn links. Links. Der gute alte Müllfanta, genau so ist er. Ja. Olle Svenne ist am Start, sag ich dir. Jo. Hoffe, das reicht für morgen, Alter. Was denn? Kohle. Was so. Ey, draußen hast du ja keine vernünftige Bank rumhängen. Alte Sörch. Was? Alte Sörch. Hast du nur eine Makroline-Schlauch rumzuliegen? Negativ. Oder Makroline-Anschlüsse, 45 Grad? Wozu brauche ich denn sowas, wenn ich eine Bob Grad? Ohne Schlauch habe, bitte? Naja, deswegen, ich meine, du hast ja nicht immer Bob gespielt. Nee, vorher eine DM, aber da hatte ich den Kram auch nicht gebraucht. Scheiße, also Steve meinte, er hat noch irgendwo zu liegen. Ja, ansonsten geht auch einfach mal zu Supply, die haben noch das ganze Gedöns da. Ich will den schwarz haben gleich. Legendary anscheinend mit dem Center-Player, der die Line zulegen wird. Wenn er gut ist, legt er die genau am großen Tempel vorbei auf der T-Pack-Seite und macht einen Weg in die T-Packs zu. Werden wir gleich sehen, ob der Runner von den Sunshine Players durchkommt. Runner auch bei Legendary Snake. Große Can, mal gucken, ob er das macht. Game on. Und, ach nee, Quatsch, ganz kurz. Direkt ins M, Awesome Sunshine Players. Kommt auch an. Snake T-Pack Legendary besetzt. Durchschossen jetzt hier. Awesome Sunshine Players zu dritt im Snake. Alle Spieler immer noch allein, ab in die Snake. Snake M. Von Legendary. Ja, das hat aber das M mitgekriegt. Erste Spieler raus bei Sunshine Players. Legendary geht vor ins M. Oh, da geht M. der zweite raus. Nur noch das M. M gegen M und Snake M. Oh, so, und. Schön zusammengeschossen. Yep. Game over. Bam. Wenn er jetzt... Kann ja auch sagen, und warum das so ist. Oh. Legendary, der M-Spieler, hat an seiner Knarre rumgedrückt, ohne echt, ja? zu pfeifen. Komm mal ran, check. Ja. Das Problem, also ich weiß nicht, Legendary hat echt, sind wir letzten Woche Sonntag, einen guten Ball gespielt, muss ich sagen. Also, oh, zack, da ist der erste Pot. Lass den Pot bloß liegen, geh buzzern. Ja. Scheiß auf den Pot. Richtig. Hat sich nur nochmal gecheckt jetzt. Time. Ja. So, wir sind mittlerweile bei 23, wir waren schon bei 27. Passt schon. So. Ist ja noch früh am Morgen, die müssen ja auch erstmal alle wach werden. Sunshine Players zu 0. Diese scheiß Kindersicherung immer in diesen Gummibärchenpackung. Aua. Wer hat sich verirrt? Ach, Legendary, das ist. Ja. Dann müssen wir die wohl ausschalten. Was nehme ich denn? Ein Regenwurm. Gibt's da auch so ein Cola-Dinger? Ja, da unten irgendwo wahrscheinlich. Oder? Nee. Nee, Cola ist nicht mit bei. Scheiße. Oh, keine Cola-Gummibärlis.
Die drei, die weg sind. Achso. So, nächste Begegnung, Smoking Balls in Colores Berlin. Ja. Smokies von links. Thomas, was hast du? Machen deine Jungs jetzt mal was ordentlich oder kriegen sie wieder auf die Fresse? Vielleicht haben sie ja trainiert. Denn aber immer sehr armselig und in geduckter Haltung, Thomas. Ist klar. Auf alle Fälle fallen sie halt definitiv auf, ne? Ja. Durch die dieses komische, tolle Grün. In Colorious hat letzte Woche Sonntag auch geschossen. To the left. Die haben mal die Seiten geswitcht. Und die waren echt gut. So, 10 Seconds. So. So, in Colorious mit dem Maya-Spieler auf dem, also auf dem großen Temple Center und Ken, glaube ich mal. Game on! Was habe ich dir gesagt? Sogar T-Pack 1 sofort besetzt in Colorious, Ken auf der Snake Side und Center. Smoking Balls im Center, da geht der erste Spieler aus dem und Snake Corner haben sie besetzt in Colorious Set zum T-Pack 2. T-Pack 3, T-Pack 4, gleich durchgerannt und er schießt und alles weg, die ganze Backline. Klatsch, klatsch, das war's. Sauber, 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 sauber. Nices Game. Angeschlagen, fette Nummer. Ja, die Jungs haben sich echt gemacht jetzt. Genau, was soll er machen? Ne? Ja. Also wenn die beiden ganz nach rechts rausgucken. Ja, vor allen Dingen wirklich schön gemacht, hat mitgekriegt, die beiden Spieler waren auf die Snake-Seite fixiert. Und ja. Nicht gut. Ja, ich muss die Gummitierchen hier vom Micha retten, weil sonst sind die sofort vernichtet. Definitiv. Und er legt gleich wieder 35 Kilo zu. Obwohl, sind die fettarm? Fett ist ja okay, aber. Mal gucken, was das schon wieder für ein Klebebatzen jetzt. So, ein 3. Na, die haben schon gar keine Anhaltsgaben gegeben. Inhalt. Gloria schießt 3-0 runter. Smoking Balls mit 3-0 runter. Ahu. Thomas, wie war das? Nicht mit vor die Fresse schießen lassen? Deine Jungs sehen ein bisschen bunt aus. War geplant. War plan, ne? Zeig doch! Was hat denn Nell schon wieder? Hast du gehört? Ich bin Junge, ich bin nicht schon fertig. Soll ich einen doofen Spruch oder soll ich nicht? Also ich bin am überlegen. So, 24 Zuschauer. Morgen hier um 3:15 Uhr. Da seht ihr mal schön, Team aufs Feld, vom Feld, Farbe vor Talent von rechts. Wir sind momentan mit 20 Grad. Aktuelle Temperatur hier. Ja. Es sollen aber 28 werden. So, Wölfe 2 von links, Farbe vor Talent rechts. Genau. Wup, wup. Also die Jungs von Farbe vor Talent sind locker drauf, sind auch lustig, man kann mit denen mal in Ruhe schnacken, ein Bierchen trinken. Ist eigentlich mit allen so. Ich finde, glaube ich, momentan ja. Es ist einfach so. Es finde es sehr, sehr angenehm hier, die Leute. Ja. Gerade die ganzen Teams untereinander. Früher war es früher, vor 2 Jahren kann ich mich noch daran erinnern, war das hier so alles ein bisschen, ne? Nö. Bisschen eigenbrödlerisch, doch ein wenig. Fand ich aber nie es so. Es wächst halt immer mehr zusammen, finde ich. Ne? Ja, weil ihr ein Außenseiter-Team wart einfach. Die keiner leiden konnte. Aber es hat sich ja auch geändert. Ihr habt euch ein paar Mal gebückt und dann seid ihr aufgenommen worden. Wir sind jetzt involviert. Hattest du der Dame Bescheid gesagt wegen der Zerrettung? Ja, habe ich. So, Wölfe mit dem Center. Ach, Micha. Da musstest du selber fragen. Game on. So, Wölfe in der Snake Can, Maya 1 und Center. So, dann habe ich die Ken und die kleine Maya. Stehen identisch die beiden Teams, nur alle Spieler live. Nein, G1 bei Farbe vor Talent haben Maya auf der T-Pack-Seite nur verloren. Center und die Ken. Aber die reden miteinander. Nee, doch nicht, weil das die Checken da vom Marshall. Aber die Wölfe reden wunderbar miteinander und das sah gerade so aus. Nee, das hat nur so gespielt. Ich habe gerade gedacht, der Wölfe, Spieler einer Ken, hat einen Hit. Nein. Oh. Farbe vor Talent geht in den Sneak Maya. Und Wölfe im großen Tempel auf T-Pack-Seite M besetzt und Ken. Nur noch der Center von Farbe vor Talent.
M50s, T-Pack 1. Ion. Snake T-Pack besetzt. M geht jetzt über die Pins auf den Center und kriegt jetzt. Ich wusste, dass er noch raus ist. Aber eigentlich muss der Center-Spieler gecleant werden. Ja. Weil der hatte nachgeschossen, der Wolfjung. Ja, wird jetzt. Jetzt nimmt er ihn raus. Ah. Klare Fehlentscheidung. Was machen die denn da? Ja. War Diskussion, das? Also. Ich weiß nicht, also das war gerade. Das war jetzt gerade nicht so besonders. Ja, wie schlecht war das denn? Ja, muss man jetzt auch nicht gerade drüber reden. Was ist denn das? Hecki ist da vorne. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Da hinten ist der Hunter. Kenn ihn gar nicht. Ja, von euch ist es keiner. So, das wird wohl mit Wölfe plus 2 sein. Da würde ich mal Steve fragen, ja, wer das sein soll. Ein Marshall. Ja, wer soll denn das sein? Ich kenne ihn gar nicht. Der kann den doch nicht rausnehmen, muss ihn doch clean machen. Eigentlich schon, weil nachhaltig, obwohl der ja, Wolf schon getroffen war, hat der Wolf noch auf den Center-Spieler gehalten. Eigentlich hätte der Center-Spieler gecleant werden müssen und der Wolf-Spieler noch ein 1-for-1 kassieren müssen. Naja, gut, 2-0 an Wölfe 2. Ich sag ihm mal. So, nächstes Spiel, 8 Balls, das Geschwisterteam von Farbe vor Talent gegen Wölfe 1. 8 Balls von links. Nee, Wölfe 1 von links. Steve, essen. Ha? Simon? Ich kann ihn sehen. Simon! Ach so, der Simon, jetzt. Simon von. Ja, ja. Ich weiß. Unser neuer Simon. Ja, ich weiß. Ist auch schon nichts Neues mehr. So. Nicht wundern, warum Farbe vor Talent bei den 8 Balls noch hinten drauf steht. Die 8 Balls sind ja das Geschwisterteam. Die haben jetzt einfach mal das Jersey mit rüber gerissen. Wölfe 1 von links, 8 Balls rechts. Game on! Wölfe besetzen großen Tempel, Center und die Snake Hand. Schöne Ansage von den Wölfen. Ja. So, jetzt wird hier eins besetzt. Ich glaube, das ist Olaf hier vorne von den 8 Balls. Schießt sich auch gerade wunderbar auf die Cam. Genau. Aber jetzt muss er aufpassen, dass er nicht blind von dem Maya reinkriegt, weil da ist ein relativ guten Spot eigentlich blind drin. Ja, und jetzt geht er weiter, T-Pack 3. Jetzt hat er ganz schön drauf gehabt. Oh, 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 oh. Schön, dass er mich schossen. Ja, da ist er am Boden hängen geblieben, hat sie hingepackt und noch auf den Hinterkopf gekriegt, weil er den Kopf eingezogen hat. Jetzt nur noch Center und die Snake Hand. Die Wölfe zu dritt im großen Tempel und Tempel im T-Pack-Side. Oh, keine Gunness, ob ich drauf ist. So, jetzt Center hier, ne? Auf Maya 1. Könnte große Maya eigentlich mal laufen. Ja, müssen wir mal ein bisschen Druck machen. So, jetzt im T-Pack 1 die Wölfe vom großen Tempel. So, jetzt geht er. Jetzt hat er Hand auf den Kopf. Müsste eigentlich von ihm rausgenommen werden. Ist raus. Nur noch die Can bei den 8 Balls. Can besetzt in den 50s von Wölfen. Geht in Snake Corner, genau. Jetzt M von den Wölfen. Der weiß zum Beispiel nicht, der M-Spieler weiß zum Beispiel nicht, wo der Spieler hängt. Ja, jetzt müsste er, jetzt kriegt der M-Spieler gleich. Nee, da steht die Can davor. Der sieht ihn nicht, genau, der sieht ihn nicht durch die Can. Ja, er hört die Ansage von seinem Spieler auch nicht, dass der linke Cover ist. Aber der Cover jetzt hat er gesehen. Ja. Ja, aber der Coverspieler nicht. Jetzt, oh, voll auf die Arme. Ja. Haben sich die Wölfe jetzt erstmal ein bisschen schwer getan? Auf alle Fälle. Also war ganz schön. So Leute, ihr könnt immer noch auf unserer Facebook-Seite tippen, wer heute Gesamtsieger der BZL 2012 wird, könnt ein enges, kleines Angel-Shirt gewinnen und eine andere wunderbare Überraschung dazu, gesponsert damit vom Paint Supply. Deswegen, ne? Also muss ja eng sein, damit es supported by Paint Supply, gibt den Tipp des gesamten, ja, der gesamten Gesamtsiegers der Saison ab von der BZL
schreibt es bei paintball.tv/facebook, also ja. facebook/paintball.tv ja. ein. Ja. Oder schreibt es bei /paintball.tv ein. Ja. Ja, ich bin verbal noch nicht gelockert, die Kauleiste muss noch locker werden. Spotty, was los? Genau, danke Thomas. Einfach auf den Link gehen, Treat ist eröffnet. Und da einfach euren Tipp abgeben. So, jetzt nochmal schön zu sehen, Pitbox. Jungs von Fingers stehen bereit. So, nächstes Spiel, Paint of Youngblood gegen AOP Youngblood. AOP von links, Paint of rechts. Stenker, hast du wieder Leute? Alter Schwabbelbär. Es regnet. Was macht ihr denn hier? Wieso ist es nicht so laut?